Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Woher kennen wir diese drei Personen? Abraham, Isaak und Jakob. Wer sind die drei? Christoph? Hier von Jesus, diese. Nee. Von welchem Volk sind das die Ahnherren? Abel? Von Israel, okay. Also die Väter sozusagen, Ahnherren des Volkes Israel. Also, hier haben wir es mit einem Familiengott zu tun. Hier geht es um Familie. So, hier können wir eigentlich schon jetzt ein bisschen differenzieren. Was kann es also für verschiedene Sorten von Göttern geben? Vielleicht auf jeden Fall soziale Götter, also Familie wäre zum Beispiel ein Sozialstand. Also es gibt sozusagen Familiengötter, jede einzelne Familie oder Sippe hat einen eigenen Gott. So ist das ja in der Antike gewesen. Dann haben diese Ahnherren des Volkes, also Abraham, Isaak, Jakob, die haben auch alle einen eigenen. Und das ganze Volk hat auch einen. Wir sind heute Morgen bei einer, sag ich mal, aus meiner Sicht etwas ungewöhnlichen Unterrichtsstunde, aber vielleicht können Sie mal kurz erläutern, worum soll es heute gehen? Ja, also es geht darum, dass wir hier an dieser Schule ja am Schulversuch teilgenommen haben, dass wir jetzt seit diesem Frühjahr Referenzschule für Medienbildung sind im Land Mecklenburg-Vorpommern und dass wir hier über ein paar Besonderheiten verfügen. Das eine ist, wir haben nach wie vor, also auch seit 3 Jahren, keine schnelle Internetverbindung. Das heißt also, der Zugriff auf Dateien, auf Filme ist hier über das Netz eigentlich nicht möglich, weil wenn sich hier 600 Schüler ins Netz einloggen, dann wird es eben schwierig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie Sie sehen, wir haben hier auch keinen Beamer. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, den Schülern irgendetwas an die Wand zu projizieren, zu zeigen. Und das ist eben bei bestimmten Dingen einfach erforderlich. Wenn wir hier mit Bildern oder mit Grafiken arbeiten, wenn wir mit Tabellen arbeiten, die üblicherweise ja in Farbe sind, und dann kommt es einfach auch gerade bei geografischen Karten, kommt es natürlich auf Farbe an. Das können wir auch nicht abbilden, weil wir nämlich nur einen Schwarz-Weiß-Kopierer haben. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, Bücher, da sieht es ähnlich aus. Wir haben Klassensätze von Büchern, die auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Und darüber hinaus ist es so, dass wir im Internet sehr viel mehr Materialien, sehr viel mehr anschauliches Unterrichtsmaterial finden, als in den klassischen Büchern ist. Und aus diesem Grunde habe ich mich jetzt für diese Lösung erstmal entschieden, hier mit den Handys auf dieses Material zuzugreifen. Und das Material liegt also jetzt hier auf einem kleinen Server, der über ein eigenes WLAN hier angesteuert wird. Okay, das ist nicht das erste Mal, dass Sie die Schüler mit Handys im Unterricht arbeiten lassen? Das ist nicht das erste Mal. Wir haben es bislang eigentlich so gehandhabt, dass es einfache Rechercheaufgaben gegeben hat, dass man im Internet was nachzugucken hatte und das dauert dann eben. Das haben Sie ja vorhin gesehen. Beim Installieren dieser App, bei manchen Handys dauert das Minuten oder sogar eine halbe Stunde, bis überhaupt irgendwas auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und dieses ganze Thema umgehen wir natürlich mit diesem Server. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir hatten ja hier vor 3 Jahren eine Elternumfrage, ob wir zum Beispiel eine Tablet-Klasse einführen wollen. Und die ist zwar sehr gut aufgenommen worden, also insgesamt 1/3 unserer Eltern war bereit, ein Tablet für ihre Kinder, Schülerinnen und Schüler anzuschaffen. Das hätte aber bedeutet, dass wir eigentlich die ganzen Klassen hätten umstrukturieren müssen. Wir sind ja 4-zügig und wenn es dann sozusagen in jeder Jahrgangsstufe nur eine Tablet-Klasse gibt, hätte man einfach alles durcheinander werfen müssen. Und aus dem Grund haben wir uns eben zu diesem Bring-Your-Own-Device-Konzept entschieden. Das heißt, die Schüler können mitbringen in den Unterricht, was sie zur Verfügung haben. Das kann ein Tablet sein, das kann ein Handy sein, das kann aber auch ein Laptop oder ein Notebook sein. Und damit haben wir dann natürlich die Möglichkeit, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Welche Erfahrungen haben Sie bei den Schülern gesammelt? Wie firm sind die jetzt mit ihrem eigenen Tablet oder mit dem Handy zu arbeiten, um zu recherchieren? Klappt gut, weil sie es ja eigentlich gewohnt sind vom täglichen Umgang. Ja, ich denke, das wäre zum Beispiel so eine typische Frage. Das sollte man die Schüler erstmal selber fragen. Okay. Mein Eindruck ist da etwas gemischter Natur. Es gibt viele, die sind zwar auf den Social Networks zu Hause oder in Chatrooms oder wie auch immer, das geht alles wunderbar und einfach. Aber wenn es dann tatsächlich darum geht, mit produktiven Apps zu arbeiten, das ist für viele Schüler total neu. Das kennen die nicht, das sind sie nicht gewöhnt.
Ich hatte es jetzt zur Vorbereitung so gemacht, dass gestern hier unsere Klassensprecherin eine Ansage gemacht hat, dass die Schüler bitte diese App, diese WebDAV-App, installieren mögen, und das hat ja zu 99% auch wunderbar geklappt, sodass wir einfach diesen Zeitverlust hier gar nicht hatten. Bis auf diese kleinen Fehler, ne, das sind dann Tippfehler, das sind dann aber auch Fehler, wenn ich in der Konfiguration irgendwie nicht so klar schreibe, dass das nicht zu sehen ist. Aber das ist in der Regel in 5 Minuten erledigt. Das sind die Buchstaben J, H, W, H. Das hat damit zu tun, dass es in der damaligen Zeit nur Konsonanten gibt. Also es gibt keine Vokale, Konsonanten. Und diese 4 Buchstaben bezeichnet man als das Tetragramm. Also die 4 heiligen Buchstaben. So, und das wollen wir jetzt mal uns etwas genauer angucken. Und dazu kommen jetzt unsere Apps ins Spiel. Jetzt geht es also los. So, das heißt, wir haben jetzt 2 Dinge zu tun. Wir müssen diese App erstmal installieren. Das hat, glaube ich, bei euch allen geklappt. Dann müssen wir sie konfigurieren. Und dazu habe ich, bin hier kleiner, ja. Hier stehen also jetzt die Konfigurationsdaten. Macht bitte diese App alle einmal auf. Das ist die Konfiguration. Das müsste so aussehen. Super. Okay. Klappt, klappt. Also ich sehe das natürlich hier auf meinem Tablet auch, diese Ordnerstruktur, und ich sehe natürlich auch sofort, wenn da irgendjemand etwas hochlädt. Das hatte ich gestern, da hatte ich noch gar nicht die Installation abgeschlossen, da waren da schon irgendwelche Coca, Pepsi und was weiß ich Bilder drauf. Ne? Das ist also nicht der Sinn der Sache. Dann seht ihr in der Tat schon die ersten PDF-Dateien. Also diejenigen, die das, was wir hier, und das brauchen wir jetzt hier nicht mehr, die das nochmal zusammenfassen. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, tatsächlich auch mal hebräische Schrift zu sehen. Und vor allen Dingen können wir mit diesem Dokument jetzt erst einmal arbeiten. Also, ihr findet jetzt hier einen Abschnitt, der heißt das Tetragramm. Und den lest euch jetzt bitte einfach mal durch, macht euch Stichwortnotizen. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Kann man das Handy tatsächlich in der Schule gut gebrauchen? Ja, also wir machen das ja hier öfter mit unserem Lehrer in dem Unterricht, und eigentlich klappt das bisher immer sehr gut. Okay. Wie firm bist du jetzt gerade, wenn es darum geht, sich irgendwo einzulocken, keine Rechtschreibfehler zuzulassen? Das nimmt das Handy ja übel, also es muss schon alles genau getippt sein. Genau, wenn man da aber zum Anfang einfach drauf achtet, dann geht es direkt. Bei mir hat es beim ersten Mal geklappt, also alles super soweit. Okay. Wird es auch in anderen Fächern benutzt, das Handy, oder ist das jetzt speziell hier in Religion? Also bisher haben wir das dieses Jahr nur in Religion, und letztes Jahr hatten wir es auch noch im Wirtschaftsunterricht. Okay. Wie findest du die Idee, das Handy einzusetzen im Unterricht? Ist auf jeden Fall mal was anderes, weil ja normalerweise macht man das halt nicht, außer halt vielleicht mal in Englisch, wenn man mal ein paar Vokabeln nachguckt. Zuerst hat es halt bei mir nicht geklappt, aber dann habe ich noch ein bisschen rumprobiert und dann ging es nachher irgendwann auch. Stichwort Handy oder Tablet. Ich hätte jetzt so aus der Schriftgröße gedacht, Tablet ist vielleicht doch ein bisschen besser geeignet. Prinzipiell schon, aber ich denke mal, ein Smartphone hat eigentlich jeder mittlerweile, und dadurch ist es natürlich erstens nicht so kostenaufwendig, sich mit dem Handy zu befassen, wenn man im Unterricht halt arbeitet, und zweitens ist es halt auch immer so eine Sache, man muss halt dann das Tablet als zweites Gerät auch immer aufladen, und das macht ja auch nicht immer jeder, das sieht man ja beispielsweise in Mathe mit unseren Taschenrechnern. Handy ist immer dabei? Ja. Also ich finde es eigentlich ziemlich gut, weil man da halt auch Sachen recherchieren kann, die irgendwie nicht in Büchern stehen, oder halt auch selbstständig arbeiten kann. Nutzt du das Handy zu Hause auch zum Recherchieren oder Hausaufgaben machen, irgendwas aufzurufen, googeln? Ja, also meistens eigentlich schon, wenn das jetzt so Mathe-Sachen sind oder so, dann eher nicht, aber in anderen Fächern schon. Sie sehen hier also eine ganze Reihe von Bilddateien, die vorher nicht da waren. Das hat jetzt nach der Handyordnung zur Folge, dass die Handys eigentlich eingezogen werden und bis 14.45 Uhr heute
konfisziert werden. Weil hier natürlich ein deutlicher Missbrauch vorliegt. Ne? Die waren vor 2 Minuten, waren die noch nicht da. Und wir sind nur in einem geschützten Raum hier gerade. Okay. Ne? Also das sind so die Dinge, mit denen man hier dann zu kämpfen hat. Und das werden wir natürlich noch versuchen in den Griff zu kriegen, insbesondere was die Handyordnung angeht und wie eben in solchen Fällen zu verfahren ist. Ne? Daran sieht man auch, dass so die Ernsthaftigkeit des Ganzen bei manchen noch nicht vorhanden ist. Ne? Also das wäre dann der zweite Schritt, ne? Dass die Schüler irgendwelche Arbeitsergebnisse, die sie hier produzieren im Unterricht, dann da auch hochladen sollen. Und das war also so natürlich jetzt nicht beabsichtigt, ne? Dass da also irgendwas hochgeladen wird. Zumindest hat sich schon mal gezeigt, dass Hochladen funktioniert. Und was eine grundsätzliche Überlegung bei dieser Bring-Your-Own-Device-Strategie ist, ob es eigentlich Sinn macht, mit Handys tatsächlich größere Texte zu produzieren. Mhm. Ich bin da eher auf einer anderen Schiene. Ich würde dann ab der nächsten Woche so ein kleines anderes Programm, Sketch, einsetzen, wo man sowas wie Mindmaps erstellen kann oder wo man das Material, was die Schüler jetzt bearbeiten, wo man das sozusagen kommentieren kann. Das ist etwas anderes, als wenn man hier auf dem Handy lange Texte schreiben soll. Und sagt unser Text etwas über die Herd? Oh, Katharin? Ich wollte sagen, dass es auch ein selbstständiges Wort sozusagen ist. Daher waren es halt nicht mit anderen kombinierbar, also mit anderen Namen. Genau, es ist also wirklich nicht kombinierbar. Es ist auch nicht in irgendwelchen syntaktischen Verbindungen. Es wird nicht dekliniert. Es ist wirklich ein Name. Zum Beispiel in den Geschäftsbriefen aus Arad und Lachisch, wobei Java als Gruß, Segenwunsch und Schwurformel gilt. Ja, jetzt haben wir ein weiteres wichtiges, einen weiteren wichtigen Bereich. Dieser Name kommt nicht nur in der Bibel vor, also nicht nur in der Bibel, sondern auch in profanen Inschriften. Katharin? Dass man keinen Namen braucht, um an ihn zu glauben? Eine sehr gute Möglichkeit, ja. Man braucht einen richtigen Namen vielleicht gar nicht, oder? Dass man seinen Namen nicht direkt preisgeben will. Dass man ihn nicht direkt preisgeben will, ne? Dass man etwas verschleiern möchte. Greenscreen ist das hier, ne? So, und den kann ich euch jetzt zum Beispiel auf diesen Server hochladen. Und dann könnt ihr, das haben ja einige schon gemerkt, wenn sie nämlich länger auf irgendeine Datei drücken, geht ein Menü auf. So sieht das dann aus und ja, also, ich warte. Ja, auch, ne? Gottvater. Oh. Das hier. Schaut euch bitte mal diesen kleinen Film an. Es geht hier um eine Beschreibung eines Bildes von Paul Klee mit dem Titel Der Schöpfer. Dieses Vorgehen natürlich den Vorteil, dass ihr euch das öfter anhören könnt. Ihr könnt vor uns zurückspulen. Das haben wir nicht, wenn wir das hier über einen Beamer machen. Ja, ist mal was Neues, mal was anderes. Ich finde, ja, man kann viele Bereiche damit abdecken und ist halt nicht so trocken wie normaler Unterricht. Also es bisschen der Zeit angebracht, der würde ich sagen. Ja, ich finde auch, also wie gesagt, Regel und Wirtschaft sind so die einzigsten Fächer, wo wir es wirklich mal gemacht haben. Und ich finde, dass es eigentlich auch übergreifend auf die anderen Fächer geschehen sollte. Was halt, wie gesagt, wie Marco schon gesagt hat, sehr, sehr einfach ist und eigentlich für jeden erreichbar heutzutage. Außerhalb dieses Faches, wie nutzt du das Handy sonst für die Schule? Für die Schule höchstens mal irgendwas nach, also im Internet nachschauen, nachlesen oder sowas, vielleicht auch mal ein YouTube-Video oder sowas. Aber wie gesagt, in den anderen Fächern wird es nicht so häufig genutzt, eigentlich gar nicht. Wie fandst du speziell die App, die jetzt heute in diesem Unterricht eingesetzt wurde? Hättest du noch Verbesserungsvorschläge?
Na, also die App an sich finde ich relativ genial, weil wie gesagt, es läuft halt für iOS, Android und so weiter. Das Einzige ist halt, wie gesagt, das Internet, was man jetzt ja bei dem Video schon gesehen hat. Bei mir ging es halt gar nicht erst, es wurde gar nicht erst geladen. Bei Christoph ging es dann nach 15, 20 Sekunden aus und wurde nicht mehr geladen. Speziell jetzt, wenn auch wenn ein Film läuft, wenn alle drauf zugreifen. Genau, zum Beispiel. Und ich meine, wie gesagt, es ist ja heute nur diese kleine Menge an Schülern gewesen. Dann kann man sich vorstellen, wie das bei 600 Leuten ist. Ja, also wir arbeiten halt in der Schule, hauptsächlich jetzt in Reli mit den Handys. Aber ja, zu Hause mache ich schon auch was für die Schule teilweise mit dem Handy. Erst hatte ich ein kleines Problem, aber das hat sich dann auch gleich geklärt. Also ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit gewesen, wie das heute gelaufen ist. Hättest du noch eine Idee für andere Fächer, wo das Handy auch eigentlich gut reinpasst, so jetzt aus dieser Erfahrung aus dem Religionsunterricht? Ja, also... Mathematik nicht? Nee, Mathe wohl eher nicht, aber in Englisch ist das halt ab und zu so, dass wir auch das Handy benutzen können, wenn wir zum Beispiel Wörter nachschlagen sollen, weil das halt mit den Duden doch ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schwer zu integrieren, aber jetzt so in der Religion ist das zum Beispiel ganz praktisch. Wir haben einen Rundgang gemacht und da wurde uns vorgestellt, wie es wäre, wenn wir sozusagen nur mit Tablets unterrichtet werden. Und mir persönlich wäre das dann auch wieder zu viel. Also ich finde, man sollte dennoch immer sozusagen Hefter zum Lernen haben oder auch mal was von der Tafel abschreiben. Also komplett nur mit Medien zu lernen, wäre dann für mich irgendwie ja, ein bisschen zu viel.